Oh, hey, Lohn zu. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Ja, wir sollten eigentlich zum Rathaus gehen, so schleunigst wie möglich. Aber ja. Was soll das denn? Wer will zum Rathaus? Eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Tja, ein Schild. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Tja, ich hoffe, es schmeckt. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Ein Schild kann man bestimmt irgendwo für gebrauchen. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Tja. Lonzo. Du, Lonzo? Ja. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Ah, das irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Wecker, wecker, wecker. Zehnter harter Zapfkeif. Das hört sich ganz authentisch nach Toni an. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, das ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Na dann. Hier gibt's einen Dart-Pfeil oder eine Dart-Scheibe. Okay, können wir damit werfen? Lonzo, am Werfen. Ich hab hier was, das dich interessieren könnte. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Begleichst du deine Schulden bei mir? Das nicht, aber... Dann bin ich nicht interessiert. Tja, klappt wohl nicht so gut. Lieber nicht. Ich schulde Lonzo eh schon zwei Stühle. Ach, so ein Langweiler. Rufus, sei nicht so ein Langweiler. So, zum Casinos. Alles klar. Der Papagei. Zur Notfallstation. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Tja, sind hier alle heute faul. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Tja, sowas aber auch. Der Sprengplan. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Du wirfst ein Dart-Pfeil drauf. Mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Tja, da wären wir wieder im Stadtkern. Ja, ins Rathaus. Ach nee, nein, nee. Ich guck erstmal noch, ob es hier was anderes zu erkunden gibt, mit dem wir etwas im Inventar machen können. Wir haben jetzt ein Dartfell und ein Schild. Dann lässt sich doch bestimmt was Kreatives machen. Vielleicht können wir es kombinieren. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine... Und sie trinken. Naja. Ja, wahrscheinlich erstmal nicht.
Ja, da war ich doch schon richtig. Können wir da hineingehen? Nein, da gibt's nichts. Eine Notrufsäule. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Niemand da. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probiere es später nochmal. Prioritäten setzen. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Das glaube ich dir. Wenzels Haus. Ach, nee. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Können wir da bitte den Bogen drum machen? Und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und riesig? Genauso wird es sein. Wie du, Rufus. Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Der Arme. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel war drin. Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja. Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Oh, Mist. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Tja, er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bis später. Genau. Der Wenzel. Okay, dann stören wir ihn mal in seinem Keller. Was gibt's da? Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trübt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Ich dachte, wir können das Duschrohr zerstören. Ja. Unter der Dusche raus und in die Dusche. Nein, ins Badezimmer. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Tja, so einer. Ich brauche kein Zieltraining. Ja, dachtest du schon. Nix. Ein Schwamm. Da passiert nichts. Na dann. Mal wieder raus hier. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Die Wünschelrute. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Mega. Und geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin, teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Tja. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Das siehst du richtig. Na dann. Hey Wenzel, was gibt es? Bis später. Genau. Bei aller Empathie.
Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Wahrscheinlich nicht. Hey, das ist mein Schwamm. Stimmt. Hey, Wenzel, was gibt es? Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde heißen Freunde, ihr das bestätigt dich aber. Vergiss es einfach. Bis später. Genau. Na, okay. Dann verschwinde ich hier wohl wieder. Alles klar. Wenzels Haus, da waren wir. Eine Notrufsäule. Geht's hier noch lang? Zu Trunis Hütte. Nee, da waren wir lang genug. Da müssen wir nicht nochmal hin. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, hier kommen wir irgendwie hoch. Zu Trunis Laden. Ach du Schande. Ja, nicht so. Na, okay. Ja, gehen wir rein. Trunis Laden. Sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Tja. Dann gönnen wir es uns mal. Sieh an. Wen haben wir denn da? Dann haben wir die spöttischen Bemerkungen. Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Genau der. Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Natürlich doch. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Ja, es war nicht schlecht. Wie läuft das Geschäft so? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und kommt wenn ich doch mal vor. Dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Nee. Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Tja, Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Oh, hey. Dann wissen wir doch, was wir tun werden. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ach, sowas. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Tja, Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Er gibt sich ja eine Mühe. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Das sehe ich, Rufus. Coupons. Wie
war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post und du bekommst... Tolle Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich nehme einen. Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Vielleicht brauchen wir noch irgendwann mal Bleigewichte. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Das Gespräch hatten wir schon. Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Tja. Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Meditieren. Dann stören wir doch mal gleich ihre Meditation, indem wir kurbeln. Okay. Ein Fenster. Durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Aber da draußen ist niemand. Oder du könntest von draußen Leute treffen, die drinnen sind. Geruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Tja. Na dann, zum Dorfkern. Wieder zurück. Okay, das hat Rufus einen kleinen Schlenker gemacht. Kleiner Umweg. Fenster. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Ziel würde ich sie gleich verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Nein, das kannst du natürlich gar nicht machen. Das würde sie nur noch wütender machen. Wir brauchen eine Zielhilfe. Und irgendwann werden wir bestimmt auch Haken und Bleigewichte brauchen. Tja, dann bleibt uns wohl nur noch übrig, dass wir hier zum Rathaus gehen. Ja, gibt es nicht mehr so vieles, was wir noch tun könnten. Also ab ins Rathaus.